Walter ist ein Pharao aus der Hölle. Was ist das für eine Scheiße? Warum machst du das? Schluss, auf Wiedersehen. Dennis macht wieder richtig schöne Komplimente. Von hinten Blondine, von vorne Ruine, aber Schwamm drüber. Und ein neuer, auch total schrecklicher Mann. Ich bin der coole Typ, ja. Aber gewisse Ausstrahlung. All das und noch einiges mehr gibt's in dieser wundervollen neuen Folge von Traumfrau gesucht. Dem Format, das wahrscheinlich gerade Frauen besonders lieben und das ich natürlich wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Als kleine Erinnerung, in der letzten Folge gab es ja dieses wundervolle Paintball-Date. Wenn du das nicht gesehen hast, solltest du das jetzt übrigens unbedingt nachholen. Und an dessen Ende war Walters Date Elena, sagen wir mal, nicht so begeistert. Walters Kopf. Walters Schatz. Und Walters Gesicht. Und weil sie so sauer war, ist Elena dann sogar in der folgenden Nacht abgereist. Leider in dem Fall allerdings ohne Kameras. Davon hat Walter allerdings keine Ahnung und möchte ihren Geburtstag mit ihr feiern. Als Pharao. Und so macht sich Pharao Walter auf zum Zimmer seiner Kleopatra. Naja, allerdings ist das ja nicht Walters einzige Angebetete, denn eigentlich hat er ja auch noch eine zweite Frau da. Die scheint er aber schon völlig aus seinem Kopf verbannt zu haben. Und übersieht glatt sein zweites Date Lena, die ebenfalls die Flucht vor ihm ergreift. Nach kurzer Zeit bemerkt Walter dann aber doch, dass das ja Lena ist und eilt ihr natürlich sofort hinterher, um auch bei ihr um Entschuldigung zu bitten. Die hatte allerdings verständlicherweise gar keinen Bock drauf. Hör mal, ich will das nicht. Blitzmerker Walter merkt dann natürlich auch sehr schnell, dass Lena scheinbar nicht nur weg möchte, sondern auch noch komplett abreisen. Und dabei kümmert er sich dann natürlich nicht um ihre Gefühle oder so einen unnötigen Kram, sondern macht sich eher Gedanken um seine Geschenke. Wo ist denn das rote Kleid und die Schuhe? Das passt ja gar nicht in die kleine Handtasche rein. Naja, und ich glaube, jeder normale Mann hätte jetzt an dieser Stelle dann zumindest aufgehört, Lena noch weiter belästigen zu wollen. Aber Walter, der ist ja nun mal kein normaler Mann. Nein, du bist doch nicht normal. Genau, und außerdem ist Walter sich ja auch sicher, dass nicht er schuld daran ist, dass Lena jetzt so sauer auf ihn ist, sondern Lena selber. Mit der wirklich dümmsten Begründung, die ich, glaube ich, jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Ich kann Gesichtsausdrücke lesen. Ich habe genau gemerkt, dass sie sich selber wehtut. Aha, und deswegen läuft Walter ihr auch einfach noch weiter hinterher und stellt ihr die wirklich wichtigen Fragen. Denn, das ist nochmal ganz wichtig, ihre Gefühle. Die sind ihm wirklich völlig egal. Aber was ist denn jetzt mit seinen Geschenken? Irgendwann hat er Lena dann tatsächlich eingeholt und oh mein Gott, die tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Aber dann wurde sie wenigstens nochmal ziemlich deutlich. Und auch wenn ich Elena noch ein bisschen cooler fand, aber Lena feiere ich auch ziemlich. Was ist das für eine Scheiße? Warum machst du das? Schluss, auf Wiedersehen. Ja, und dann verschwindet Lena endgültig. Hat allerdings immerhin noch einen guten Tipp für Walter. Und ganz ehrlich, daran sollte er sich auch dringend mal halten. Ich wünsche Walter, dass er aufhört, den Menschen die Zeit zu stehlen und endlich erwachsen wird. Immerhin, und das fand ich sogar ein ganz kleines bisschen positiv, hat Walter aus dieser ganzen Affäre aber eine Sache gelernt. Hoffen wir mal, dass er sich auch wirklich dran hält. Also zwei Frauen auf einmal machen viel mehr. Elvis hatte hingegen in der letzten Folge ja ein richtig gutes Date beim Eiskunstlaufen und heute soll das beim Tennis weitergehen. Und auch bei ihm finde ich immer wieder schön, dass er sich ja nur um die inneren Dinge sorgt. Man merkt, er möchte einfach die Persönlichkeit dieser Frau besser kennenlernen. Ich bin auch schon gespannt, was sie anziehen wird und ob sie wieder nochmal hart zupackt. Allerdings ist die Dame aus Gründen, die ich nicht verstehe, wirklich sehr begeistert von Elvis und freut sich auch auf das Date. Und wenn sie das, was sie gleich sagt, wirklich so meint, bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Folge nicht vielleicht ab 18 wird. Okay, I hope your dreams will come true. Bevor das Tennismatch dann überhaupt startet, genießt Elvis in erster Linie mal die Aussicht in der Halle. Denn auch von hinten kann man ja manchmal besonders gut den Charakter sehen. Mr. Lover, Lover. Elvis hat sich dann auch vorgenommen, bei dieser sportlichen Aktivität die Frau so richtig hart von sich zu beeindrucken. Allerdings scheitert das dann merkwürdigerweise an der Kleinigkeit. Er kann es nämlich einfach überhaupt nicht. Leider hat Elvis noch nie zuvor Tennis gespielt. Okay. Na gut, aber ich habe selbst mal relativ lange Tennis gespielt und kann sagen, dass bei Anfängern eigentlich relativ schnell ein gewisser Trainingseffekt einsetzt. Außer bei Elvis, der wird irgendwie mit jedem Schlag schlechter. Vermutlich hat die Frau dann allerdings eine wirklich sehr schwere Augen- und Charaktererkennungsschwäche, weil die findet Elvis nach wie vor echt großartig. Und ich finde es schön, dass ihr Oberteil so gut zu den Spinden im Hintergrund passt. Elvis
Ich mag Elvis. Er lacht sehr viel und ist sehr angenehm. Tja, und deswegen gibt sie Elvis auch nochmal eine sehr private Stunde und fasst ihm sogar an den Schläger. Und dann holen die beiden auch noch gemeinsam Schwung. Ich glaube, jetzt ist das Video wirklich ab 18. Irgendwann sind die beiden dann aber völlig verschwitzt und leider ist das Tennismatch auch schon wieder vorbei. Und Elvis, was ist so dein Gesamtfazit? Ich fand's geil. Allerdings, das muss man Elvis lassen, ist auch ein kleines bisschen selbstkritisch und seine Spielleistung fasst er dann auch nochmal zusammen. Ich hoffe nur wirklich, er spricht vom Tennis und nicht womöglich von der Bettgymnastik. And I'm slow, fall down. Slow, fall down, yes. Das Blöde ist dann allerdings, dass zu einem Date ja üblicherweise auch noch dazu gehört, dass man sich danach ein bisschen unterhalten muss und so. Und dann fällt Elvis wieder was auf, was ihm eigentlich hätte auch schon mal vorher auffallen können. Denn die beiden können sich überhaupt nicht verständigen. Your English, you need a bit practice, yeah? We have sometimes big problems, I think. Na gut, aber ich finde ja, für die wahre Liebe muss das kein Hindernis sein. Und man könnte ja auch zusammen die Sprache lernen und sich dann noch näher kommen und sich immer mehr ineinander verlieben. Oder man macht's wie Elvis und gibt schneller auf als KuchenTV seine YouTube-Karriere. Wir waren Bombenmädchen, so auch von der Figur her, aber wir können nicht miteinander kommunizieren. Auch super Lachkönig Dennis hat dann in dieser Folge natürlich wieder ein Date. Und oh mein Gott, wenn man die folgenden Sachen hört, muss man definitiv sagen, die Frau tut mir jetzt schon leid. Die 28-jährige Angela ist rund 300 Kilometer angereist, um Dennis aus Bonn kennenzulernen. Puh, das ist ja ähnlich, wie wenn man sich wirklich auf ein Weihnachtsgeschenk freut und dann eine einzelne Socke bekommt. Aber noch ist Angela jedenfalls sehr positiv. Mein erster Eindruck von Dennis war adäquat. Er war sehr fröhlich. Auch Dennis hat natürlich einen ersten Eindruck von ihr und der ist, sagen wir mal, nicht besonders höflich und spricht dafür, dass Dennis in den letzten 17 Jahren auch nicht mehr in den Spiegel geguckt hat. Von hinten Blondine, von vorne Ruine, aber Schwamm drüber. Na egal, das Wichtigste, und das weiß natürlich auch Dennis, sind wie immer die inneren Werte und dann könnte man ja erstmal ein Gespräch führen, um sich ein bisschen besser kennenzulernen. Oder halt auch nicht. Problem, Angela versteht ihn gar nicht. Aber kein Problem, denn Dennis hat ja etwas, was jede Sprachbarriere überwinden kann. Sein Lachen. Oh Gott, Angela tut mir wirklich, wirklich leid. Sie hat sehr schöne Augen. Bin ich direkt ein bisschen verzaubert, hör mal. Okay, bevor wir jetzt wieder zu Walter gucken, hoffe ich natürlich, dass dir das Video bis hierhin gefallen hat und möchte dich deswegen auch nochmal einladen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Denn dann verpasst du in Zukunft nicht nur keine weitere Folge, sondern ich würde mich auch sehr darüber freuen. Walter jedenfalls, der ja immer noch keine Ahnung hat, dass Elena abgereist ist, sitzt dann jetzt vor ihrer Tür, immer noch als Pharao verkleidet natürlich, und ist wie immer natürlich maximal aufdringlich. Elena! Als die gar nicht mehr anwesende Elena die Tür dann logischerweise auch nicht aufmacht, kommt Walter übrigens nicht langsam mal ins Grübeln, ob er vielleicht was falsch gemacht hat oder so. Nein, er nervt stattdessen auch lieber nochmal die Reinigungskolonne. Und deren Gesichtsausdrücke sprechen auch schon wieder Bände. Did you see Lady from 113? No? Ach, der arme Walter. So langsam muss er wirklich einsehen, das wird wohl heute irgendwie nichts mit den Dates. Da kann man auch schon mal den Kalender durcheinander bringen. Heute war eigentlich dann der schwarze Freitag, auch wenn es Donnerstag war. Als Walter dann unten beim Hotel ist, hat er dann übrigens doch noch eine Nachricht von Elena bekommen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, aber Elena ist einfach wirklich großartig und hat so ganz nebenbei natürlich auch noch zu 100% recht. You are crazy, I can't stand it. I don't allow anybody to treat me like you. Okay, und ich glaube, ungelogen, wirklich jeder Mensch auf diesem Planeten hätte diese Nachricht dann als Grundsatz dafür genommen, jetzt endlich mal über das eigene Verhalten nachzudenken. Außer Walter natürlich. Der gibt Elena die volle Schuld. Finde ich auch eine Frechheit, einfach so zu kneifen. Elvis ist dann übrigens immer noch ein bisschen traurig wegen seines letzten Dates und hat deswegen eine Entscheidung getroffen. Er wird das Land jetzt nämlich verlassen. Na, da werden sich die Bewohner da wahrscheinlich freuen. Ich habe gemerkt, die Frauen hier irgendwie sind überhaupt nichts für mich. Die verstehen mich ja gar nicht, können kaum Englisch. Traurig, aber Elvis kommt sogar noch in dieser Folge übrigens wieder vor und bekommt von der Vermittlungsexpertin vorher aber noch einen tollen Tipp mitgegeben. Na, da wird er sich aber freuen. Man soll nicht immer dasselbe Sportanzug tragen. Ja, und wo wir gerade von suboptimaler Bekleidung reden, ich habe euch ja noch einen neuen Mann in dieser Folge versprochen. Und der schafft es, finde ich, allein durch seinen ersten Satz so unsympathisch zu sein wie noch keiner vor ihm. Ich bin der coole Typ, ja. Aber gewisse Ausstrahlung. Ja, und der tolle Typ heißt denn übrigens Matthias. Und auch er sucht natürlich eine Frau in Osteuropa und redet einfach immer weiter Blödsinn. Da werden jetzt die deutschen Frauen traurig sein, ja, weil ich suche eine Frau aus dem osteuropäischen Ausland. Auch er ist natürlich ein echter Charakterexperte und sucht eher nach den inneren Werten auf Fotos im Internet. Jünger sollte sie sein und so könnte sie aussehen.
Okay, Matthias, jetzt aber mal Spaß beiseite. Sag uns doch mal bitte, welche inneren Werte bei einer Frau dir besonders wichtig sind. Und ich wiederhole nochmal, innere Werte. Eine tolle, traumhafte Figur. Das ist also ideal. Matthias, nein, die Figur ist nicht innen, die ist außen. Und ich sag's jetzt nochmal, ich möchte jetzt mal irgendwas zu inneren Werten hören. Natürlich auch die Frisur, die ist also wahnsinnig. Großartig. Und Matthias sagt uns dann übrigens noch, was er einer Frau zu bieten hat und wie er sie dann überzeugen möchte. Er kann nämlich Kampfsport und klingt ein bisschen wie ein Betrunkener, der gegen den Boxsack läuft. Mit einfach meiner Ausstrahlung, ja. Auch Walter ist dann übrigens ganz enttäuscht wieder zu Hause zurück angekommen, aber ruft gleich nochmal Vermittlungsexpertin Antoinette an. Und die freut sich sichtlich, als ihr Telefon klingelt. Hier ist Walter. Erinnern Sie sich noch an mich? Ja, ich glaube, Walter wird sie nie vergessen, denn sein Wutanfall damals in ihrer Agentur, der war wirklich legendär. Hier ist nochmal die mit Abstand schönste Stelle davon. Wenn eine Frau so ist hier und schaut der ganze Popo raus, sie passt nicht zu mir. Da ist Antoinette, die übrigens eigentlich Xenia heißt, ich habe nur irgendwie eben die Namen verwechselt, natürlich zu Recht und mehr als überrascht. Ich hatte natürlich mit allem mitgerechnet, aber nicht damit, dass Walter sich schon wieder meldet. Am Ende muss aber sie natürlich auch Geld verdienen und deswegen lädt sie Walter nach Moskau ein. Darauf freut dieser sich schon sehr und bin nur ich das oder sieht seine Wohnung ganz schön trostlos aus? Ah, toll. Neues Spiel, neues Glück. Dennis und sein Date wollen dann übrigens ein richtiges Dinner miteinander verbringen. Hier, Dennis, versuch das doch mal bitte auf die romantischste Art und Weise zu umschreiben, zu der du in der Lage bist. Eine Pizza und sind die sich drücken und dann mal schauen, wie sich so der Abend ergibt. Naja, ich kann schon mal sagen, was an dem Abend auf jeden Fall wieder nicht so gut funktionieren wird. Die Kommunikation zwischen den beiden. Kein Wunder, die sprechen halt auch nicht ansatzweise eine ähnliche Sprache. Okay. Gut. Immerhin hatte ich bei Dennis ja bisher ein bisschen den Eindruck, dass er mit Höflichkeit und Manieren punkten kann. Beim Essen gilt das allerdings eher nicht. Ein Schaufelbagger hätte das nicht niveauloser machen können. Hey, der Salat hat aber auch schon vergessen, wie das Feld aussieht. Hör mal. Und irgendwie merkt man mit jeder Sekunde, dass die Stimmung zwischen den beiden immer schlechter und schlechter wird. Aber Dennis, der hat für sowas einfach kein Gefühl und wiederholt deswegen nochmal das einzige Kompliment, das er kann. You have really beautiful eyes. Dann hat Dennis aber doch noch einen richtig tollen Einfall, denn er könnte ja auch einfach mal ein bisschen Musik auf seinem Handy vorspielen. Toll, was er sich da wieder ausgesucht hat. You like the music? No? Okay, und wie könnte Dennis die Situation dann jetzt noch schlimmer machen? Richtig, er fängt auch noch an zu singen und ich glaube, ich muss dann auch mal weg. Komm, sei mein Schokolädchen. Und dann fängt Dennis auch noch an zu lachen und trinkt gleichzeitig Wein und dann passieren ganz viele schreckliche Dinge und er verdaut ein kleines bisschen rückwärts. Das reicht der Dame, die dann übrigens, finde ich, anders als Dennis sagt, wirklich ziemlich attraktiv ist, irgendwann wirklich und sie steht endgültig auf. Na toll, Dennis, das hast du ja mal wieder super gemacht. I'm going. Immerhin kriegt Dennis allerdings auch noch eine wundervolle Endnote von ihr. Und ich sag's mal so, wäre das ein Zeugnis, dann würde jetzt unten drunter stehen, nicht versetzt. Das war das schlimmste Date meines Lebens. Ja. Das Gute an Dennis ist ja, dass er dann aber natürlich auch wieder nicht anfängt an sich zu zweifeln, sondern Schuld. Das haben immer die anderen. Und er hat ja noch fast 3,5 Milliarden andere Möglichkeiten. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Auch Elvis ist mittlerweile übrigens in Moskau angekommen, um jetzt dort nach einer Frau zu suchen. Da hat er allerdings wieder genau die gleichen Probleme wie vorher. Aber Elvis' legerer Freizeitlook kommt auch in Russland nicht besonders gut an. Das ist aber nicht alles, denn Xenia findet noch weitere tolle Sachen auf Elvis' T-Shirt. Bin mir unsicher, ob ich wissen möchte, wo diese weißlichen Flecken eigentlich herkommen. Wissen Sie, dass Ihr T-Shirt ein bisschen schmutzig ist? Ja. Oh. Deswegen fällt Xenias Urteil auf jeden Fall auch erstmal ziemlich negativ aus. Erinnert mich dann direkt gleich wieder ein bisschen an Dennis' Zeugnis eben. Das ist wirklich so, der Mann in dem Zustand ist unvermittelbar. Allerdings hat Xenia trotzdem ein Date für Elvis und da sollte es zumindest keine Sprachprobleme geben. Na, dann muss es jetzt ja eigentlich diesmal endlich klappen. Sie studiert Deutsch. Kannst du mir sogar noch Deutsch beibringen, wa? Ja, vielleicht auch mal. Ja. Das Date gucken wir uns aber ein anderes Mal an und gehen erstmal zu Matthias, denn auch der ist jetzt endlich angekommen. Und am Anfang war die Partnervermittlung
Ermittlung noch richtig begeistert von ihm. Nachdem ich sein Profil bekommen habe und sein Foto, war wow, das ist ein ganz toller Typ. Ja, es ist nur ein bisschen die Frage, welche Bilder Antoinette dann gesehen hat, weil sagen wir mal so, als Matthias endlich in ihrem Blickfeld ankam, hatte sie plötzlich eine ganz andere Meinung. Komisch, wie kommt das bloß? Wo ich ihn persönlich auch gesehen habe, das war ganz, ganz anders. Ja, und ich glaube, ich weiß sehr genau, was sie meint. Denn guckt euch bitte mal diesen wundervollen Auftritt hier an. Mehr Charme hat, glaube ich, nur ein harzer Käse, der auf einem rosa Skateboard ins Bild rollt. Matthias hat sich dann übrigens nicht nur eine Frau für sein Date ausgesucht, sondern auch ganz klar gesagt, was dabei passieren soll. Ich hoffe, wir müssen uns das dann aber nicht angucken, oder? Also ich möchte gern Fotoshooting machen, ja, ganz klar, weil ich bin nur knackig, ne? Ich kann auch Gas geben, ja. Antoinette hat dann aber jedenfalls irgendwie ins Schwarze getroffen, denn von seiner Datepartnerin ist Matthias mehr als begeistert. Und er guckt ihr die ersten 4 Minuten lang geschlagen eigentlich ausschließlich ins Dekolleté. Also Gabi hat mich total überwältigt, ja. Also die erste Ausstrahlung, was ich gesehen habe, das war der Hammer. Leider hört Matthias dann allerdings auch gar nicht auf, über Gabi zu reden und spricht nebenbei auch noch ein bisschen über seine körperlichen Reaktionen. Boah, kann man eigentlich bei RTL 2 Schmerzensgeld beantragen? Ja, also Leute, da ist einiges bei mir passiert, ne? Im ganzen Körper. Matthias hat sich dann natürlich das mit dem Fotoshooting gut überlegt, denn er möchte die Fotos dann auch nutzen, um Frauen zu beeindrucken. Naja, vielleicht klappt es, wenn er die Fotos umdreht und hinten was Schönes draufmalt. Das möchtest du an die Damen schenken, ne? In Zukunft. Ja, das wäre eine schöne Überraschung. Gabi ist dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, wahrscheinlich wird sie einfach nur sehr gut bezahlt, dann aber richtig begeistert von Matthias. Der beim Fotoshooting echt alles gegeben hat. Zartbeseitete Seelen sollten die nächsten 4 Sekunden lieber überspringen. Der schönste Moment war für mich, als Matthias sein Shirt auszog. Elvis ist währenddessen fast bei seinem Date angekommen, aber irgendwie möchte Xenia ja gar nicht unbedingt wirklich, dass die beiden sich kennenlernen. Sie fühlt sich nämlich eher wie eine Mutter mit einem sehr schmuddeligen Sohn. So wie du jetzt aussiehst, ich würde sagen, ich schäme mich für dich. Immerhin, und das mag ich an Elvis, er ist ja aber durchaus ein realistischer Typ. Und so ganz Unrecht hat er ja auch nicht. Ich glaube, andere Verpackung macht das Geschenk auch nicht besser, oder? Bei Xenia schießt dann aber doch endgültig die Milch ein und deswegen trifft sie auch eine Entscheidung. Ich bin echt mal gespannt, wie Elvis nachher aussehen wird. Wir diskutieren darüber nicht mehr. Ich kaufe dir was, du ziehst das an und dann gehen wir zum Date. Dennis bekommt währenddessen übrigens sogar von seiner Partnervermittlerin auch nochmal ein Fazit für sein letztes Date. Und auch hier gilt wieder nicht versetzt. Noch drastischer kann man das, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Wie ein Kind. Das war total... Total scheiße. Und deswegen hat die Dame auch eine Entscheidung getroffen, die sie Dennis dann auch direkt verkündet. Und jetzt tut er mir sogar fast ein bisschen leid, so wie er traurig da sitzt und guckt. Ich denke, dass wir können mit dir nicht weiterarbeiten. Du kriegst nie eine Frau. Okay, aber Dennis wird doch jetzt endlich beweisen, dass es wenigstens einen Mann in diesem Format gibt, der ein bisschen was aus Kritik lernt und sich verbessern will. Oder? Dann kann ich ja auch gehen. Okay, und das war es dann leider auch schon wieder für diese Folge von Traumvorgesucht, aber glaub mir, die nächste wird auch wieder richtig gut, wenn du das nicht verpassen willst. Wie gesagt, würde ich mich jetzt richtig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dem Video natürlich auch einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst, kannst du mir sehr, sehr gerne auf Instagram und Twitter folgen. Ich packe dir die Links mal unten hin, aber da musst du sowieso wieder drauf drücken, denn sonst läuft dir morgen Walter als Pharao nach. Ha 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 ha